Ich hatte jetzt schon von mehreren Seiten gehört, ihr würdet gerne mal wissen, wie ich das Boxentraining mit den Hunden aufbaue. Mit Liv habe ich das dieses Mal jetzt ein bisschen anders gemacht, als ich es bisher mit den anderen gemacht habe, weil die Box, glaube ich, bei den beiden größeren damals gar nicht so präsent war von Anfang an. Deswegen ist es aber ganz gut. Jetzt kann ich euch mit Joy einfach auch mal den Anfang zeigen. Mit Joy habe ich das so, wie wir es jetzt gleich machen werden, eben einmal kurz angeklickert, dass man nicht nur die ersten Schritte sieht, sondern dass sie auch schon ein kleines bisschen weiß, was von ihr verlangt wird. Aber trotzdem, das waren jetzt vielleicht 10 Klicks. Insofern ist sie jetzt noch total am Anfang. Normalerweise kennt sie es von mir, dass ich hier sage, geh in die Box, dann geht sie in die Box. Das werde ich jetzt nicht tun, sondern werde es genauso aufbauen, wie ich es mit den Anfängerhunden jetzt eben so mache. Mit Liv kann ich dann nachher einmal zeigen, wie es dann aussehen kann, wenn es schon ein bisschen weiter ist. Ja, viel Spaß! Also Joy bekommt jetzt von mir ein kleines Action-Signal, das heißt, sie darf sich ausprobieren und ich konzentriere mich selber auf die Box. Ich finde die Box interessant, ich schaue auf die Box und bleibe erstmal auch dicht dabei stehen. Wichtig, die ist hier vorne offen und auch oben ist sie offen, dass man da auch von oben zum Beispiel mal ein Leckerchen reinschmeißen kann. So, Joy, steh mal auf und Joy, Action! Jetzt klicke ich am Anfang für jedes Interesse des Hundes an der Box. Und wenn ein bisschen was da rein, ich kann eben auch mal ein Leckerli da reinschmeißen, wenn zum Beispiel das Interesse mal in Richtung hineingeht. Action. Man sieht jetzt bei Joy, dass sie noch nicht richtig verstanden hat, worum es geht. Dass sie aber so langsam eine Idee entwickelt, dass es nicht darum geht, außen irgendwo mit der Nase reinzutatschen, sondern dass es irgendwas mit innen drinnen zu tun hat. Und wenn der Hund dann einen Moment drinne bleibt, kann man zum Beispiel auch mehrere Klicks da drinne machen. Super, Joy. Toll! Wenn man dann ein Leckerli reinschmeißt, hat man eben die Chance, dass der Hund auch einfach mal einen Moment weiter reingeht. Bei Joy sieht man jetzt, sie bleibt ganz gerne schon stehen. Hat es aber noch nicht verstanden, dass die Hinterbeine mit rein sollen. Action. Gut. Toll. Sucht es. Aber man sieht schon relativ gut, dass sie jetzt mehr und mehr eine Ahnung kriegt, dass es irgendwas damit zu tun hat, was da drinnen passiert. Und Action. Toll. Super. Und jetzt versuche ich relativ schnell hintereinander zu klicken, dass sie jetzt deutlich von mir gezeigt bekommt, dass das schon absolut der richtige Ansatz ist. So, und das nächste Mal klicke ich und lege das Leckerli nach hier vorne. Dann kann ich schauen, ob sie wieder reingeht. Action. Top. Auch jetzt klicke ich wieder mehrfach hintereinander in der Box, einfach um es ihr wirklich richtig angenehm zu machen, da drin zu bleiben. Und dann kommt nach einem Klick ein Leckerli wieder raus. Action. Toll. Man sieht jetzt relativ gut, wie schnell sie das gerade verstanden hat. Jetzt warte ich mal ab, ob sie sich vielleicht da drinnen legt. Bevor Frust aufkommt, klicke ich lieber nochmal und bestätige sie, dass sie da drin bleibt. Sie überlegt jetzt gerade, was sie machen soll. Sie sich hingesetzt, das finde ich super schön. Super, und schon wieder hat sie sich hingesetzt. Sehr schön. Warte jetzt einfach einen Moment nochmal ab, ob sie mir noch was anderes anbietet. Wenn zu lange nichts passiert, klicke ich einmal und bestätige nochmal das Drinnenbleiben. Ich gebe dabei aber weder einen Sitz- noch ein Platzkommando, sondern lasse den Hund wirklich selbstständig nachdenken.
kriegt sie dafür auch mal ein paar mehr und nicht nur eins, dass auch da wieder deutlich wird, dass das ganz toll war. So, wenn sie jetzt liegen bleibt, klicke ich da nochmal rein und bestätige auch nochmal für das Bleiben. Super. Klasse, Joy. So, Joy. Oh, Liv, geh mal auf die Decke. Super. Jetzt ist Liv gerade abgestanden, jetzt muss ich die einmal auf ihre Decke bringen. Geh mal auf die Decke. Joy Action. Super! Das habe ich jetzt einmal nur stimmlich bestätigt, weil ich jetzt gerne möchte, dass sie sich hinlegt. Yay, Spitze! So. Sehr schön, Joy. Klasse. Jetzt tausche ich einmal die Hunde. Joy, komm her. Joy, geh mal auf die Decke. Geh mal auf die Decke. Und klein. Und Liv, Action. Und Liv, Action. Ja, gut. Super. Bei Liv sieht man jetzt, dass es schon schneller geht, dass sie sich hinlegt. Ich tausche jetzt einmal nebenbei die Leckerli-Taschen, damit ich nicht Joyce Essen hier an Liv verfütter. Gut, machst du das? Jetzt warte ich bei Liv aber auch wieder, dass sie sich wieder hinlegt. Super. Und auch da, wenn sie liegt, kann man ruhig ein, zwei Mal direkt hintereinander klicken und belohnen, sodass dem Hund wieder gezeigt wird, dass das genau das Richtige war. So, und Liv kennt das jetzt schon, die macht das schon super. Liv, komm, wir zeigen das nochmal. Die geht ganz gerne wieder rein. Und wenn sie sich gleich hingelegt hat, warte ich mal ab und bestätige es, wenn sie die Aufmerksamkeit von mir wegnimmt. Jawoll! Einmal für das Platz. Man sieht jetzt, Liv kennt auch diese Übung. Sie schaut dann auch mal weg und sagt, okay, ich kann mich auch mit was anderem befassen, als nur Frauchen anzugucken. Jawoll! So, und dann kann man eben auch anfangen, sich zu bewegen und von weiter weg die Leckerlis in die Box zu schmeißen. Ta, super. Und das ist ganz schön, ich kann jetzt hier quer durchs Wohnzimmer laufen und kann den Hund bestätigen dafür, dass er in der Box bleibt. Super. Ja. Ta. Dann kann man das Ganze auch zumachen. Ich mache es jetzt nicht ganz zu, sondern so, das reicht zu. Zum Zeigen reicht es aus. Toll. Super. Jetzt hat sie sich wieder hingelegt. Und dann nutze ich das Loch, was ich mir jetzt oben gelassen habe, und schmeiße es oben rein. Wenn sie dann aufsteht, um an das Leckerli zu kommen, das ist gar nicht schlimm. Sie legt sich wahrscheinlich eh ziemlich schnell wieder hin. Super. Gut bist du. Ja, und das ist eigentlich so der Aufbau, wie man die Box dem Hund erstmal schön klickert und wenn er dann drin ist, dass man ihn ins Platz hinein bestätigt. Gut, komm her. Super Platz. Man sieht, Liv geht jetzt schon wieder gerne zurück. Die findet die Box ganz, ganz toll und die geht da auch immer super schnell rein. Und dann kann man den Hund eben nach und nach auch daran gewöhnen, dass man die Box schließt, dass man vielleicht nur oben ein bisschen offen lässt und dass man dann die Leckerlis ausschleicht, immer weniger gibt, das Zeitfenster öffnet, dass es eben für eine längere Zeit auch kein Leckerli gibt. Ja. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut, dass die Hunde die Box dann auch relativ schnell echt toll finden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Schönen Abend.